Ahoi, Sternfahrer. So, zurück in Stellaris. Wir sind mit unserer aquatischen Fraktion, den Oktoiden, aufgebrochen in neue Weltraumabenteuer. Tja, unendliche Weiten liegen vor uns. Eine riesige Galaxie. Wer weiß, was uns erwarten wird. Aber zuerst müssen wir natürlich unser Empire auf solide Füße stellen. Am besten auf 8 Füße, denn wir sind ja Oktoiden. Naja, zumindest ist unser Heimatsystem schon mal schön blau. Und wir planschen auf einer großen Ozeanwelt, einer paradiesischen Ozeanwelt, Größe 30. Und da könnten wir gleich mal einen Blick drauf werfen. Ich glaube, ich habe hier was ausgeblendet. Planeten, genau. Und wir wollten auf jeden Fall dringend ein Gebäude bauen. Inzwischen müssen wir auch über genügend Mineralien verfügen. Ja, das sieht ganz gut aus. Und wir wollten eine Gießerei, eine Metallgießerei bauen. Da könnte der Zuwachs nämlich noch ein bisschen besser sein, denn wir wollen ja auch viele Sternbasen und Schiffe bauen. So, wo ist sie? Dort. Kostet 400 Mineralien. Bietet 2 Jobs. In Metallurgie, selbstverständlich. Und verbraucht 2 Energie. So, das läuft. Ansonsten bin ich mir noch nicht so sicher, was wir sonst noch bauen. Ja, okay, das lasse ich nochmal außen vor. So genau, denn wir wollten eine Sternbasis bauen hier in diesem System. Hatten da schon ein Konstruktionsschiff hingeschickt. Und sollten das jetzt tun können hier. Kostet 120, ja. Aber wir tun es. Währenddessen. Das Schiff ist idle, oder? Ja, ich glaube schon. Könnte weiterziehen. So, genau. Wir sind hier angekommen.
ist nicht zu holen. Im ersten Blick. Far out. That is where the frontiers of our domain now lie. Construction complete. Sternbasis errichtet. End. Und jetzt können wir nämlich hier mit unserem Konstruktionsschiff etwas abbauen. Erstmal eine Bergbaustation und dann eine Forschungsstation. Ich glaube, ich wollte noch ein zweites Konstruktionsschiff bauen. Remarkable. We have discovered spacefaring alien entities that may or may not be intelligent. But let's face it, probably are. Their true nature will remain a mystery to us. Until we complete the appropriate project to investigate them. I suggest we do so post-haste, lest they investigate us first. Neuigkeiten über fremde Schiffe haben Brealora erreicht und so auf vielerlei Art das erste Kapitel einer Geschichte für Liquium aufgeschlagen, in deren weiterem Verlauf ein stellares Reich stehen könnte. Diese Option ist verfügbar, weil Liquium die Ethik Xenophob hat. Beginnt den Erstkontakt mit einer Rasse. Beginnt den Erstkontakt mit einer Bedrohung. Wir können uns allerdings fernhalten. Ah, fremde Schiffe. Tja. Alpha Menace. Gemäß unserer Gesinnung, unserer Ethik müssen wir sagen, beunruhigend. Eigenschaft Xenophob. Wo jetzt der Vorteil liegt, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ob es jetzt ein Vorteil ist, sich darauf einzulassen oder fernzuhalten. Aber ich mache mal so ein bisschen Roleplay und sage beunruhigend. Wir müssen deren Sprache entschlüsseln und gucken, ob eine Bedrohung von ihnen ausgeht. Okay. Wir haben den ersten Kontakt mit einer unbekannten Entität hergestellt. Pausieren und ein Konstruktionsschiff bauen. Ja, ist ja nicht so teuer. In der letzten Folge war übrigens hier der obere Bereich verdeckt, also die Fenster zu groß skaliert. Ich wurde freundlicherweise durch eine Zuschauerin darauf hingewiesen. Also ich hätte auch schon in der letzten Folge ein zweites Konstruktionsschiff bauen können. Und ich habe es korrigiert hier. Okay. So, wo war denn der Kontakt? Sehen wir schon was? Alpha Menace mäßig? Nee, noch nicht wirklich.
Oder hier. Doch, hier war es, genau. Also hier sind wir auf eine fremde Spezies Bedrohung gestoßen. Also, ob die jetzt feindlich sind, weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Die Frage ist jetzt, werde ich hier angegriffen oder... Erstkontakt herstellen, ja. Kann ich weiter fliegen? Ich hoffe. Wir haben ein Spezialprojekt ausgegraben, um den geschmolzenen Planeten zu studieren. Situation log updated. Okay, dann fliegen wir noch bis hierhin. Und was müssen wir da tun? Situationsprotokoll öffnen und den Erstkontakt anzeigen. Und oder das Symbol für den Erstkontakt auf der Galaxiekarte anklicken. Also das hier. Aha. Okay, also wir müssen hier draufklicken oder können. We have come into contact with a new entity, perhaps a space-dwelling creature or another empire. We can learn more about them by making first contact. Also das Ganze mit dem Kontakt hat sich auch geändert im Vergleich zu den vorigen Versionen. Man muss den Kontakt erst aufbauen. Man weiß nicht, ob das ja Bedrohungen sind oder ein anderes Empire, ob die feindlich oder friedlich sind. So verstehe ich das. Die sind erstmal völlig unbekannt. Das finde ich eigentlich, ja, nicht schlecht. Man kann Gesandte zu denen hinschicken. Tja, sollten wir das tun? Wir könnten es wahrscheinlich. Okay, da werde ich mich erstmal noch ein bisschen schlau machen, ob das ratsam ist, sofort einen Gesandten dahin zu schicken oder erst Informationen sammeln. Das wäre natürlich sehr interessant, so das kennenzulernen. Und nicht gleich in so einer Falle zu tappen. So, genau, was bauen wir? Der baut noch. Oder das Konstruktionsschiff baut noch, genau. Und ja, die anderen bewegen sich, alles klar. Dann können wir fortfahren. Also durch dieses Erstkontakt-Schema wird das Ganze ein bisschen spannender gemacht, das finde ich schon. So, wer ist hier idle? Der hier. Wohin? Ja gut. Wir decken mal munter auf. Genau, dann wollen wir hier eine Forschungsstation bauen. Construction complete. Erstkontakt in Uraskadon. Schon wieder eine Spezies Beta Menace.
Okay, wir pausieren mal. Wo war das? Hier. Was haben wir denn hier? Eine Station. Oh, vielleicht ein anderes Empire hier. Echt? Wer weiß. Die zweite Spezies. Okay. Wo fliegen wir hin? Hier hin oder zurück? Immer diese Entscheidung. Ja gut, wenn wir hier angegriffen werden, dann wissen wir Bescheid, was Sache ist. Feindliche Aliens. Oh, was ist denn hier? Achso, der ist fertig. Da wollten wir eine Forschungsstation bauen. Ja, immer zu viel geklickt. So. Vielleicht sollten wir dann hier irgendwie auch noch eine Sternbasis bauen. Zur Verteidigung. Apropos Verteidigung. Hilfswehr. Kann man nicht auch Verteidigungswaffen bauen hier? Ich glaube schon. Wie war denn das nochmal? Verteidigungsplattformen, die sind auch nicht, ja, so teuer. Geht. Aber ich will ja auch nicht sofort vernichtet werden in den ersten Stunden. Vielleicht nicht ganz verkehrt. Was macht, ach so, genau, die Metallgießerei ist im Bau. Genau, die hatten wir schon. Oh, das Schiff ist fertig. Könnte auch was tun. Tja, was? Eine Sternbasis bauen. Es war ganz schön hell, der Stern hier. So weit weg, vielleicht hier. Also viel können wir gar nicht bauen, ne? Drei. Zumindest Kapazität, genau. Ja, hier oben wäre es natürlich gut. Zum Abbau von Ressourcen. Wie teuer wäre das denn? Ja, geht noch. Versuchen wir mal. Massenaussterben, giftiger Planet. Die Flora und Fauna dieses Planeten sind angeblich an ihren eigenen giftigen Emissionen erstickt. Ja, kommt mir bekannt vor. Vielleicht wird es der Erde ja auch so gehen.
Wir haben ein Spezialprojekt ausgegeben, um diese Angelegenheit zu untersuchen. Situation log updated. Ah ja, Analyse verfügbar. Okay, da brauchen wir ein Forschungsschiff natürlich dann, klar. Wo war das? Sudra. Ah, hier. Ach so, okay. Hm. Sollten wir uns mal merken. Ich will einmal so einen Bogen hier fliegen. So. Potenziell bewohnbar. Also ich glaube, grün ist ideal, gelb ist okay und rot nicht so toll, meine ich zumindest. So, zwei Idle Ships. Was sind das denn hier, schwarze Löcher? Hm. Vielleicht einmal hinfliegen. Mal gucken, wenn wir das erste Weltraummonster erwischen. Oder es erwischt uns. Ich hoffe nicht. So, hier ist Ende Gelände, Dead End, oder? Ja. Ja, wohin? Wohin mit dir? Was war das denn hier nochmal? Spezialprojekt. Ja, vielleicht erstmal hier dieses System erkunden, wegen Rohstoffen und so. Planetary features on habitable planets are sometimes blocked, preventing their exploitation. Clearing a blocked feature takes time and costs minerals or energy credits, but the free space often makes it worthwhile. Okay, das ist Tutorial Blocker und das bezieht sich auf die Planeten Oberfläche. Blocker, wo waren das? Ich glaube Merkmale. Zeigt alle Blocker oder seltenen Merkmale des Planeten an. Wir haben Kristallriffe. Bringt den Vorteil von Kristallminen. Wir haben keine negativen Effekte, sehe ich gerade, oder? Nur positive. Unterwasser-Erzadern. Mehr Bergbau und Energievorteil. Hydrothermische Winde. Ah, okay. Also wir haben keine Blocker, glaube ich, aktuell. Ist das richtig? Ja, sieht so aus. Umso besser. Man kann ja nicht nur Pech haben im Leben. Okay. Noch leben meine Forschungsschiffe? Sehr gut. Aber ich sollte mal zurück so langsam. Also ich weiß nicht, ob das so schlau ist, sich ganz weit zu entfernen mit seinem Forschungsschiff.
glaube nicht. Gefühlstechnisch. Zumindest glaube ich das. Das Legierungsgebäude ist fertig. Genau. Wir produzieren ein bisschen mehr Legierung, Metall. Sollten wir schon was bauen hier. Was haben wir denn zu wenig? Energie? Construction complete. Bin ich mir gerade noch nicht so sicher. Okay, da warte ich nochmal. Da muss ich nochmal genauer gucken, was vielleicht besser wäre zu bauen. Achso, Konstruktionsschiff. Könnte. Ja, könnte. Achso, hier oben, genau. Da wollten wir noch ohne Ende was bauen hier. Ach, der fliegt noch? Was macht denn der hier? Ach, er baut schon, genau, alles klar. Gut. Tja, was machst du? Was ist das denn hier? Schwarze Löcher? Sieht fast so aus. Construction complete. So. Jetzt aber. Bergbaustation. Es lebt immer noch. Vielleicht sollten wir das System mal hier erkunden und da eine Sternbasis bauen. So als Knotenpunkt. Technology researched. Okay, wir haben die Physikforschung beschleunigt. Wir jetzt. Die Erkundungsgeschwindigkeit plus 25%. Automatisierte Erkundung ist vielleicht auch nicht schlecht. Fusionsreaktor. Partikel. Informatik, Wissenschaft. Also, ja, ich denke, die Forschung zu beschleunigen kann nicht schaden, da wir ja nicht gerade die hellsten sind als Oktoiden. Würde ich mal so sehen. Aber dafür haben wir 8 Tentakel. Obwohl so Kraken sind, glaube ich, relativ schlau. Die können auch Flaschen öffnen. Hier ist was? Und schon wieder eine Tradition verfügbar. Was haben wir hier? Produktion, Forschungsstation plus 20%.
Forschung aus Sternbasen. Plus 20%. Hm. Tja, was ist besser? Einigkeit, beides 433. Ich markiere mal Forschung hier. So. So, ich denke auch hier mache ich mal einen Bogen zurück. Was machen wir mit diesem Konstruktionsschiff? Ich wollte das System hier erkunden. Und das tue ich jetzt. Ich habe 3 Konstruktionsschiffe. Oh. So viele. Habe ich ganz zu viel gebaut? Anscheinend. Aber gut, am Anfang kann es ja nicht schaden. Man kann die Schiffe ja auch wieder auflösen. Tja, und hier? Tja, wo eine Sternbasis bauen? Hier vielleicht? System surveyed. Wäre auch nicht schlecht. Da gibt's Forschung. Vielleicht sollte ich das mal komplett erkunden hier. Das auch. Also da ist ein, ja, ich weiß nicht, kann natürlich sein, dass es so eine Art Reich ist. Platz wäre ja noch ein bisschen da. Ah, wir haben Kontakt hier mit der Alpha Menace. Ja, ist das jetzt bedrohlich oder nicht? Hm. Wir werden es merken. Wenn wir ihn aufs Dach kriegen. Construction complete. Ich hoffe nicht. Wie merkt man das, wenn man angegriffen wird? Ich meine frühzeitig.
tut sich nichts. Es sind sehr friedliche, gefährliche Aliens. Wir werden es merken, wenn wir da in die Nähe kommen. Ah, was haben wir denn hier? Konnte keine Bergbaustation bauen. Ressourcen wurden zurückerstattet. Wo? Warum? Weswegen? Das ist unser Heimatsystem. Oder war es doppelt vergebener Befehl? Kann auch sein. Okay. Hauptsache keine Alien-Invasion. Das finde ich nicht so lustig jetzt schon. Ganz und gar nicht. Noch haben alle Schiffchen überlebt. Oder genau, ich habe den Befehl wahrscheinlich doppelt erteilt. Das kann sein. Oder habe ich nicht genügend Rohstoffe? Was war der Grund? Wir haben eine strategische Ressource entdeckt. Flüchtige Teilchen. Und zwar hier. Hier. Was war? Level up. Technology researched. Und eine neue Technik. Hydrokulturen. Okay, was wählen wir noch aus? Monatliche Einigkeit plus 2. Ökosimulation. Mehr Nahrung. Ja, Nahrung. Kann nie schaden. Militärtheorie. Mehr so Richtung Krieg. Einigkeit. Oder die Kunst, eine erfolgreiche Gesellschaft aufzubauen. Tja, Nahrung, ist das ein Problem? Noch nicht. Ich gehe mal auf Einigkeit. Tja, wer weiß das schon, was das Richtige ist. Immer eine Abwägungssache. So, wir sollten mal so langsam zum Ende kommen für diese Folge. Was war hier los? Forschen, forschen, forschen. War ja fertig. Was tut er? Warum geht das nicht? Nicht gebaut werden. Warum? Why? Seltsam. Stimmt irgendwas nicht?
Verstehe ich gerade nicht, warum, ehrlich gesagt, genau. Wahrscheinlich schlechter laufen, aber könnte wahrscheinlich auch besser laufen. Und ich überlege mir mal, welches Gebäude ich baue hier auf dem Planeten. Ja, und ansonsten geht's voran. Also kann sein, dass ich jetzt ein bisschen offscreen weiterspiele, bis ich so ein bisschen das Gebiet hier erschlossen habe und vielleicht so 2, 3, 4 Sternbasen gebaut habe. Wir sollten das vielleicht auch verbinden hier, das ganze Gebiet hier so. Und hier müssen wir uns so ein bisschen absichern gegen eventuelle Feinde, Feindeinfälle. Ja, ist vielleicht nicht schlecht, dass es hier so Knotenpunkte und hier so Knotenpunkte hat, das System. Oder die Konstellation hier. Okay, mit diesem schönen Ausblick auf die Galaxis verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein in der nächsten Folge von Stellaris Aquatics mit den Oktoiden und Argonaut. Ciao.